Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Don't Starve. Etwas spät heute am Sonntag, tut mir leid, ich habe einfach es nicht früher geschafft. Musste nämlich sehr lange arbeiten. Und es scheint, dass wir keinen weiteren Eisklotz haben. Haben wir nicht noch einen gebastelt gehabt, mal? Bin mir sicher, wir hatten noch einen gebastelt. Scheinbar ja nicht. Okay, unser Gehirn ist immer noch am Reduzieren. Nebenbei habe ich natürlich auch immer noch nicht. Die Cam an. Ha. Wieso denn nicht? Weil die immer noch nicht funktioniert. Ich kaufe mir demnächst eine neue. Und wir müssen unseren Crockpot wieder mal basteln. Ja, halt. Können wir das nicht hier? Oder Food, glaube ich. Aber das und das. Okay, haben wir doch bestimmt alles. Einen Rucksack müssen wir neu bauen. Okay. Haben wir hier ein paar Steinchen noch? Und vielleicht sollte ich das Zeugs auch in den Kühlschrank packen. Oh, alles kaputt hier, alles. Ah, hier. Das brauchen wir nicht. Ja. Können wir nicht da hier reinpacken? Ja, wusste es doch. Haben wir hier noch irgendwo Steinchen? Also ich hatte mal ganz oder sehr verbrannt. Nee, da sind sie doch. Oh, wird das wieder kälter? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht. So, können wir jetzt wieder unseren Dings bauen. Ich hoffe, der verbrennt nicht sofort wieder. Können wir echt den Scheiß da abbauen? Pot is dead. Ja, toll, danke. Danke auch, Miss Kerl. Dann packen wir den eben jetzt hier so hin. Nein! Dieses Feuer hat mein Lager zerstört. Alles, Asche, was verbrennbar war. Oh, verdammt. Ich hätte dieses Ding bauen sollen. Das ist verbranntes Jerk. Sieht so aus. Hier rein, bitte. Oh, schaut mal. Das sieht aus, als ob wir hier auch Jerky jetzt down hätten. Nehmen wir, weiß nicht, was das für Geräusche hier ist. Okay. Unser Lager ist mehr oder weniger zerstört worden. Ah, das ist wirklich schade. Was soll das hier? Dieses Feuer. Tötet es mich jetzt? Ich habe doch Eis. Wir müssen auch mal was Neues basteln. Oh Gott. Ich werde verrecken. Komm. So. Puh. Mann. Das war jetzt heftig. Darauf essen wir Meatballs. Yum, yum, yum. Gut, was machen wir jetzt? Ich bin echt überfragt. Ich verderbt hier alles aber zu schnell. Wir müssen uns. Oh, Alter. Wie soll ich denn mit sowas rechnen? Wir basteln uns jetzt einen Rucksack. Komm, hier, Rucksack. Bitte, Bucknet, Fishing Rod. My Umbrella. Nein. Ja. Und jetzt schauen wir mal, ob wir alles mitnehmen können, erstmal. Nee, können wir nicht. Ja, ich glaube, der verbrennt nicht so schnell. Und das möchte ich auch irgendwie mitnehmen. Da komm. Und den Stein brauchen wir jetzt auch nicht. Na gut, den Rest lassen wir hier. Was brauchen wir denn für. Ach, fuck, das wollte ich nicht. Hätte nochmal für einen neuen Hut. Für so ein Eisding. Das. Seile. Und das. Okay, dann müssen wir erstmal. Ja, was machen wir denn, Alter? Da essen wir auch. Warum wird es plötzlich so hell wieder? Wir haben den Eisklotz, hör auf! Oh Gott! Das ist jetzt die.
Heißeste Zeit hier oder warum? Nein, mehr esse jetzt nicht davon, das wird zu doof. Das wäre echt zu doof hier. Nimm das mit hier, den Nugget brauchst du. Ja, das schmeißen wir auch weg. Hier brauchen wir alle nicht. Brauchen wir nicht. Wir sind doch sogar nackt. Wie kann es sein, dass wir dann noch hier. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall so einen Renom, den hätte ich bauen müssen. Der hätte mir geholfen. Ach, so ein Dudad. Dafür brauchen wir aber auch sowas. Habe ich das richtig gesehen? Eins, oder? Ja. Schön. Dann brauchen wir vier Seile. Kriegen wir das hin? Oh Mann, das hat schlecht angefangen hier. So, vier Seile. Können wir jetzt den Scheiß bauen? Und viermal Eis. Zehnmal. So, jetzt baue ich ihn. So, haben wir gebaut. Sehr schön. Dann haben wir unser Jerky. Oh. Du Jerk. Boah, Alter. Wieso musste das passieren? Wieso ist. Ich hasse dieses Wetter, diese Jahreszeit. So, auch hier reinlegen. Schön. Gut, Chester, haben wir in dir. Können wir andere Sachen verstauen? Nee, können wir nicht. Aber da haben wir noch Steinchen. Und es wird dunkel. Ja, klar. Und das nicht gerade langsam. Gut, Leute. Seht, wir stecken einfach immer voller Probleme hier. Bitte geh doch mal runter. Cold go up, red go down. Ja, das ist recht. Tja, wir hatten hier mal alles voll. Und waren sehr gut in Futter, standen wir. Das können wir jetzt vergessen. Das können wir sowas von vergessen. Das vergammelt alles. Alles vergammelt. Sei ruhig. Ah, verdammt. Warum ist es so heiß? Wir haben keine Eisklumpen mehr, deswegen. So, bitte. Kühl ab. Ah, Mann, kann mir jemand sagen, wie lange das hier noch geht? Diese verdammte Hitzewelle. Schau mal, ich habe weniger Eis, aber das geht jetzt hoch. Wegen dem da geht es auch hoch. Was so? Super. Aber wir frieren dann zumindest nicht mehr. Das ist okay. Im Sommer haben wir eben ein kleines Hirnproblem. Ja, du magst die Badezeit nicht, okay. Wir fragen mal nicht wieso, sondern akzeptieren es. So haben wir jetzt den Kochtopf gebaut, wenn wir das sowieso so machen. Weil das verreckt uns sonst hier alles. Oh Gott, was jetzt? Essen, Mann, wir brauchen Essen. Ja, wir essen davon jetzt ein bisschen was. Dann sind wir kraus und stark sind wir. So. Sehr gut, oder? Und jetzt sind wir bereit, mit unserem riesigen Eisklumpen nach vorne zu gehen. Ah, das Eis ist hier geschmolzen überall. Verdammt. Puh, diese Sommerzeit. Ich habe sie einst überlebt. In der Realität. Nur um sie hier. Dass wir hier sterben. Das darf doch nicht mehr so ewig gehen. Wir sind doch schon einige Tage da drin, Mann. Aber jetzt gehen wir zu dieser Maschine da. Seht ihr? Da wird es uns hinführen. Und wir werden dort siegreich. Achso, ja. Sloppy. Du hast letztes Mal gesagt, hat ja so viel Glück, Mann. Wegen dem Feuer. Ja. Das hat sich erledigt jetzt mit dem Glück, oder? Aber das hat sich. Fucking. Hi. Wir haben dich schon mal besiegt. Bleib da ruhig. Habe jetzt keine Lust auf Stress. Wir gehen in diese Maschine. You're about to step into a long, arduous journey to find Maxwell. You will need to survive 5 volts each randomly generated to present a new challenge. Should you die, you will start back at this portal, but lose all your progress on the journey. Kein Problem, ja, ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden niemals mehr sterben, sondern die Folgen gehen ewig. Wir werden jetzt hier in dieser Zeitmaschine
quasi überleben, neu. Und wenn wir dort sterben, kommen wir einfach zurück. Unseren jetzigen, naja, sagen wir, ich weiß nicht, werden wir auf jeden Fall behalten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich sehr spät diese Folge sende. Oh, im Winter, da fängt man, glaube ich, sehr ungern an. Oh, you found my portal, did you? Nein. You think you would have learned your lesson by now? Hmm, let's try something a little more challenging, shall we? Danke. Okay, wir sind gleich mal im Winter aufgetaucht. Ja, nimm ihn mit. Ich glaube, den brauchen wir. Geil. Geil. Okay, wir müssen uns... Wir haben zumindest ein Feuer schon mal hier. Das ist ein Vorteil. Und wir haben hier was zu futtern. Ihr seht, wir haben nichts. Und müssen jetzt... Hallo ihr. Überleben. Und zwar... Nicht eine bestimmte Anzahl an Tagen. Sondern wir müssen... Es muss uns irgendwohin verschlagen. Puh, komm, machen wir jetzt gleich mal was hier. Und aber hier, soweit ich noch richtig in Erinnerung habe, gab es irgendwo Obsidian, das uns hinderte, weiterzukommen. Wir mussten also warten, bis es runtergeht. Und wo geht's runter? Ich glaube, in der Nacht geht's runter. Oh nein, friere ich etwa? Ich muss mir irgendwie Zeugs zusammenbasteln. Ja, was können wir uns basteln? Wir haben ja gar nichts um uns hier... Okay, ich sehe schon. Wir können gar nichts eigentlich craften, weil wir sind. Ein Buschhead haben wir. Also ich glaube, dieser Buschhead ist nicht so hilfreich. Aber hey, wieso nicht ein Buschhead haben? Ah ja, fuck you. Oh mein Gott. Das ist natürlich schlecht, dass wir hier angefangen haben. Sei doch ruhig, wir sind doch schon wieder am Feuer. Verstehst du das nicht? Junge, du frierst mir zu viel. Oh, hier erstmal schön was essen. Yum, yum. Gut. Oh, wir machen das wieder an. Mit ein bisschen Gras geht alles. So, was hier brauchen wir? Dieses Steinchen, aber das können wir nicht bauen. War das hier oder Survival? Das weiß ich nicht. Wir brauchen ihn. Er hat irgendwas, was uns warm hält. Schauen wir mal weiter. Wir haben ja nicht mal eine Axt oder so. Und da ist, wie es aussieht, hört sich so zumindest an. Ja, seht ihr, überall Probleme hier. Ja, wir sind auf dem Weg. Da, das Feuer ist schon in der Nähe. Was haben wir hier alles gelernt? So komische Dinge nur. Also, wir müssen auch eine Axt bauen. Aus dem Grunde, dass wir jetzt Feuerholz hatten. Ja, Mann, Feuerholz, zu gut. Klappe. Wir brauchen Feuerholz. Ja, stirb doch, Wolfgang, stirb hier. So, wir sind hier etwas aufgewärmt. Da, upsi. War noch da irgendwas? Okay. Und zwar auf jeden Fall jetzt sehr heiß. Oh Gott. Und schau mal, da sterben die jetzt alle. Da sind doch Spinnen in der Nähe. Das gibt's doch nicht, dass man so schnell hier... Junge! Wolfgang! Wie sollen wir das bitte überleben? Im Winter aufgetaucht. Aber ein großes Problem. Da! Bewegen wir einen Meter. Wir müssen Gras finden, um eine neue Feuerstelle zu bauen. Ja, hier Gras. Wie viel brauchen wir? Okay, hier haben wir unser Feuer. So. Und das bedeutet jetzt... Was? Das ist immer noch... Oh, Junge. Geh weg mit dem Eis hier. Okay, ja, hier, den können wir auch angreifen, dachte ich zumindest. Wir können uns nicht bewegen, ohne dass wir sofort einfrieren. Weil ich keine Kleidung habe.
Aber ich konnte mir keine kraften. Oh Mann. Ernsthaft. Wir können uns aber nicht ein paar Meter bewegen, ohne dass wir sofort erfrieren da. Und wir haben nicht genug Gras. Okay. Also Leute, das ist unmöglich. Ich sage euch, es ist unmöglich. So, schaut, wir haben nur noch 143. Ja. Ja, komm, hier, den müssen wir angreifen. So. Oh, da ist noch eine Spinne gewesen. Ja, verreck einfach. Ja. Yeah. Kein ehrenhafter Tod, wenn du mich fragst. Aber du wolltest ja unbedingt. Los, chopp einfach mal einen Chopp des Todes hier. Wir verrecken sonst. Das ist wirklich der schlechteste Beginn, den man haben kann. Im Winter. Ernsthaft, Mann. Oh, fuck. Ich brauche eher Gras als euch. Tut mir leid. Ich wollte hier so nicht essen. Ja. Okay. Hier, wir können da nochmal eine Feuerscheitel reinlegen. So. Oh Mann. Wir werden immer kurzzeitig warm. Und dann passiert sowas. Nein. Okay. Können wir jetzt nochmal so ein Lagerfeuer bauen? Dann suchen wir uns eine bessere Stelle. Los, wir müssen uns beeilen. Früher hat man hier wenigstens noch irgendwelche Kleidung gehabt, die man im Winter gebraucht hat. Und hat dann damit begonnen hier zu sein. Aber jetzt, ja. Wartet, ich muss zum Gras laufen. Ja, ja, wir haben Zeit. Dieses bisschen Hitze. Ah, so. Ah, tu dich am Feuer aufwärmen. Sehr gut. Aber hier gibt es entweder keine Nacht oder... Was soll das? Doch, da steht Nacht, aber ich sehe nicht, dass es so dunkel wird. So, hier, den choppen wir mal kaputt. Hier! Diesen Baum brauchen wir nämlich. Wir müssen den kaputt machen. Schön hier. Schön am Feuer. Fire is not hot enough. Dann hier. Jetzt, da ist es Nacht. Das sieht man jetzt. Hier ist das Zeichen. Jetzt ist die Nacht also hereingebrochen. Im Prinzip müssen wir jetzt das Obsidian-Eich finden. Und schauen, wie es... Sei ruhig. Wie wir rauskommen. Aber hey. Was weiß ich schon. Hallo Spinne. Am Ende muss ich noch Spinnenzeugs fressen, wenn wir hier... Verdammt. Okay, die Frage ist jetzt, können wir uns schon wieder Neues bauen? Ja, können wir. Gut. Da haben wir Futter. Hier geht's schon mal nicht weiter. Das ist schlecht. Aber da haben wir Dinge, die wir brauchen, um den Winter zu überleben. Das ist gut. Nehmen, ja, ja, ich weiß, wir verrecken schon wieder. Mann, wir verrecken immer! Das ist doch nichts mehr Neues hier. Okay, jetzt rennen wir mal schnell zu unserem Feuerchen. Oh, das wird immer heftiger. Und... Boah, 100 nur noch. Ja! Besser, Wolfgang. Dann müssen wir nach unten rennen. Denn da geht's nicht mehr weiter. So weit wie möglich runter. Ja. Ein Feuer. Hier geht's scheinbar weiter. Seht ihr das? Das sieht auf jeden Fall interessant dort aus. Oh, ja, bitte, bitte geh da hin. Statt zu labern. Wir packen hier mal ein paar Bäumchen hin, falls wir länger hier sind. Okay. Greifst du mich an, werde ich dich töten. Das sage ich dir jetzt schon. Ich hab dir gesagt, ich werde dich töten. Und zwar mit meiner Faust! Okay, das sind ein paar zu viele. Ah, ihr seid so gemein! Ihr übernimmt... Ah! Nicht laufen! Wolfgang!
Wir müssen fliehen. Kapierst du, was das bedeutet? Ja, weg von diesen Spinnen. Da waren dann scheinbar so viele Dinger von denen. Sehr ruhig. Ich habe hier doch schon gebaut. Und nochmal die Axt. Sehr schön. Okay, Leute. Das wird nichts mehr. Wir müssen diesen Tag jetzt beenden. Das kommt diese Folge gar nicht mehr heute. So. Ihr seht schon, das ist nicht so leicht hier, diese Maschine zu überleben. Das ist mehr als challenging. Hallo? Danke. Okay. Hier ist noch Gras. Warum habe ich keine Ahnung, wie diese Insel hier aussieht? Ganz komisch sieht es hier aus. Okay, hier, weiter, weiter. Ja, 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 ich sehe das schon. Wir haben nicht mehr viel HP. Unsere Gesundheit ist immer am Sinken. Schon auf 83. Ja, hier haben wir wenigstens ein bisschen was zu essen. So, komm hier. Sehr schön. Den Baum können wir auch fällen, natürlich. Weil wir wollen überleben. Wir wollen, dass wir den Winter überleben, ja? Das wäre geil. Ja, hier überleben. Dann hätten wir die schwierigste Zeit schon mal überstanden, quasi. Komm, hier auch noch hinpflanzen. Hein? Wirklich? Hier. Dahin. Dahin, Mann. Dahin. Und, ja, wir gehen jetzt hierher. Ja, und direkt zum nächsten. Hier gab es noch einen Baum. Ja, komm her. Vernichte ihn, den Baum. Habe ich nicht gesagt, wir wollen die Folge beenden? Verdammt. Wir wollen aber erstmal hier... Frosty, der Clown. Der war schlecht, aber der musste auch sein. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, auch ohne Camp. Wenn ja, ich würde mich über Däumchen freuen. Und ja, wir schauen mal, ob wir den Winter hier überleben. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Aber ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Jüssi.